So, hallo meine Freunde, es war wieder hier mit Let's Play Super Mario 3D World. Ich habe da noch die goldene Fahne geholt, deswegen bin ich auch mit dem Katzenanzug. Und jetzt wollen wir doch Bowser's Bob en Brigade. Das ist auch das... Ach, jetzt war... Ah, ich war... Oh, oh nö. Ich glaube, ich weiß, an was das angelehnt sein könnte. Let's do this. Oh ja, ich sehe schon. Das ist wieder ein Panzerlevel. Wo man runterfliegen kann, okay. Hm. Hallo du. Was kriege ich hier? Das Blatt. Hm. Ja, das könnte interessant werden. Kann ich die... Okay. Drecksack. Alles klar. Sehr interessant. Ich nehme aber lieber mal wieder die Blume. Oh no. Den möchte ich gar nicht kriegen. Los. Ich brauche aber einen davon. Hm. Ich eigentlich auch. So, das hätten wir das gemacht. Okay. Hammerbrüder. Und ich habe nicht gesehen, wie schnell ich war. Ich hab die erwischt. Okay. Ah, Feuerbruder. Perspektive, please. Ich glaube, ich habe gerade einen Stern verpasst. Ist mir gerade relativ egal, das war, ich muss mich ganz schön konzentrieren. Leck mich, Bowser. Okay, wer kommt denn hier? Boom, boom. Du bist aber nicht wieder unsichtbar, bitte. Das war beim letzten Mal echt. Du bist der Echte. Okay. Er hat auch Ninja-Skills bewiesen inzwischen. Wuhu! Schwerster Boss, wo gibt. Oh, die Münzen noch einsammeln. So. Und da muss ich nochmal rein. Sehr schön. Bin ich gerade überlegen, wie mache ich das am besten dann? Ich glaube, ich werde da wieder einen Schnitt setzen. Hups, jups, jups, jups. Wuhu. Yay, diese Welt beendet. Da 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 da. Yay. Okay. Haben wir das? Nur ein Stern, kein Stempel. Wow. Und sie erschafft wieder eine Röhre, die uns noch weiter hochführt. Jawohl. So, aber ich werde jetzt hier einen kleinen Schnitt setzen. Und wir sehen uns wieder, wenn ich hier alles eingesammelt habe. Da lasse ich die nächste Welt... Weil ich nicht wieder zurückgehen möchte, um hier jetzt nochmal das zu holen. Also, bis gleich. Und... Okay. Hei, hei, hei. Das ist ein echt gemeines Level gewesen. Okay. Mit 6.
7 oder 8 Welten. Ich bin gespannt. Auf in die nächste Welt. Oder auch nicht. Ein neuer Zirkus ist erschienen. Und ein magischer Stopfen erscheint. Jawohl. Okay. Ist das das letzte hier in Welt 6? Gucken wir mal. Ja. Hallo. Was auch immer du bist. Boss Blubarius, großer Auftritt. Was ist ein Blubarius? Bin gespannt. Krieg ich Item? Ich hab Item. What? Warum krieg ich ein... Oh Gott. Aus welchem Grund krieg ich die Kirsche? Okay. Hallo? Was bist du? Du siehst fast aus wie ein Magikooper. Oder auch nicht. Du bist ein... What the fuck? Das ist ein Morphing-Schleim. Okay. Das waren viele, die ich da kaputt gemacht habe. Alter. What the fuck ist das für ein Boss? Interessant, aber what the fuck? Moment, was passiert, wenn ich mit beiden gleichzeitig eine Stampfattacke mache? Ist das dann stärker? Bin gespannt. Okay. Das habe ich jetzt einfach mal übersprungen. Da geht weg. Ich muss auf ihn drauf springen. Aber wenn ich die kleinen Dinger kaputt mache, ist er kleiner. Das könnte angenehmer sein. Geh weg! Okay. Er ist kleiner. Angenehmer. Aber er ist schneller. Das Gefühl. Achso, er. Okay. Das heißt, er geht nur bis zu einer bestimmten Größe kleiner. Dann spawnt er die Dinger neu. Okay. Boss verstanden. Jetzt ist er wieder groß. Ist nicht nett. Okay, er dürfte kleiner sein. Ich würde die gerne ein bisschen beieinander haben. Danke. Gott. Geh weg. Von 4. Nyahahaha. Münzen en masse. Okay. Okay. Awesome. Hauptsache 4 Peeps. What the fuck? Ich noch aufpassen, dass ich auch wirklich hier oben komme, ne? Yes! Und die goldene Fahne. Ja! Da, die, da, da, da! Yes! Okay. Woohoo!
So, jetzt aber in die nächste Welt, bitte. 172 Sterne. Das Maximum, was man bis hierhin erreichen kann, glaube ich. Das heißt, glaube ich. Ich weiß es, weil ich bis alles eingesammelt habe. Oder? Es müssten ja... alle Welten... Da habe ich alles. Da habe ich alles. Da habe ich alles. Dort habe ich alles. Dort habe ich alles. Und da habe ich alles. Mein Gott, das könnte man schon fast als 100% LP bezeichnen. Unglaublich. What the... Okay. Der Fug, ich glaube, das ist die letzte Welt vor der natürlich Special-Welt. Natürlich gibt es eine Special-Welt. Was soll es denn auch sonst geben? Aber hier gibt es weniger Level, ne? Und der vergisst, was ich gesagt habe. Genauso viele Level wie im letzten. Und ein Toad-Spielchen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Warum sollte es denn auch einfach sein? Die ist das vor der Feuerbruder. Hm. Nachdem ich die Verstecke kaputt gemacht habe, greifen wir sie jetzt direkt an. Okay. Gib die her. Okay, als ich angefangen habe aufzunehmen, war es draußen dunkel. Jetzt ist es draußen hell. Was zur Hölle? Wetter, entscheid dich. Sehr gemein. Das kann ich aber auch. Mich verarschen. Stirb. Haha. So. War da rechts eigentlich noch was? Ist gar nicht drauf geachtet. Ist da was? What? Was war das da gerade? Achso, ist ein blauer Podobo. Okay. Eine Münche. Awesome. Das war geil. Yo! Was ist das denn gemeines? Geh weg. Hm. Das war ja der war echt gemein versteckt. What the fuck? Doch, leckt mich doch. Moment, da ist was. Komm, komm runter. Ist doch was versteckt. Na komm. Au, 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 au. Hm. Ist doch was. Warum mache ich es mir so schwer? Ich habe doch hier eine Röhre. Hm. Warum ist hier oben Zeit versteckt? Was ist hier? Eine Röhre. Sieh an, warum hat es gerade geleckt? Oh Gott. Hatten wir es nicht schon mal? Awesome. So. Haben wir diesen Stern auch? Den hätte ich fast übersehen. Ist aber auch gemein versteckt. Was zur Hölle? Ich habe das Gefühl, bevor ich hier diesen grünen Stern einsammeln möchte, möchte ich die hier kaputt machen. Das war so eigentlich, aber okay. So. Jo, das war eine gute Idee. So, dann haben wir das. Habe ich alles eingesammelt. Sehr schön. Podobo! Nein? Nein, 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 nein. Na, ich muss die besiegen, oder was? Ich muss nur ihn besiegen. Gut zu wissen. Habe ich jetzt bitte ins Ziel? Ich habe alles und möchte nicht. Moment. Schaffe ich das überhaupt so, oder muss ich das tatsächlich dafür nochmal machen?
Danke. Trick 17 anhalten mit Selbstüberlistung. Sehr schön. Level beendet. Sehr, sehr geil. Tschüss, Controller. Das war mein PlayStation-Controller. Okay. So. Und damit haben wir das Level auch komplett. Kommen nun noch zwei lustige Level. Das Casino, was mich nicht interessiert, weil ich Leben genug habe. Und wie viele habe ich aktuell? 61 Leben. Na komm, eins machen wir noch. Eins passt noch locker in die Folge. Da ich die Zeit vergessen habe anzuhalten, als ich geschnitten habe. Oh Gott. Ist doch bestimmt irgendwas versteckt. Nee. Das Gefühl, ich will hier nicht zu schnell durch. Das ist übrigens ein interessanter Perspektivenwechsel. Ich kann die Kamera auch nur so ein bisschen hin und her drehen. Ah, danke schön. Eigentlich hatte ich mich vor, irgendwo in den Tod zu schmeißen als erstes. Rätsel! Okay. Du hast gar nicht auf den Namen von Level geachtet. Okay. Moment. Okay. Awesome. Na, geh weg. Okay. Dieser grüne Nebel war seltsam, aber war der erste Dingens. Okay, Perspektivenwechsel. Spiel, verwirre mich nicht. Das ist schön. Stern. Hm. Muss ich einfach sagen, ich höre doch was. Man kann hier zum Glück so ein bisschen hören. Egal. Oh nein. Die gefährliche Feuerblume. Naja. Eine Feuerblume. Okay. Bringt mir das irgendwas, wenn ich alles anzünde? Bewegst du dich? Oh Gott. Na, das ist ja ein bisschen sehr auffällig. Das ist ganz ernsthaft. So. Oh mein Gott, nein. What the fuck? Dann nehme ich sogar gerade den Treffer in Kauf. Einfach nur, um nicht sterben zu müssen. Was war das denn jetzt gerade? What zur Hölle? Irgendwie war das gerade sehr strange. Ich habe mich nicht mitgekriegt, dass ich da runtergefallen bin. Moment. Das war mir. Die Kameraperspektive war zu seltsam. Yay. So. Und damit auch dieses Level in perfekter Meisterleistung beendet. Und man glaubt kaum, dass ich das tatsächlich blind spiele. Dafür beende ich die teilweise echt zu perfekt. What the fuck? Und es ist wirklich hier. Die Level habe ich noch nie gespielt. Aber ich mag halt 3D-Mario. Dafür zacke ich ein bisschen im 2D-Mario.
Müsste ich theoretisch auch mal einen LP aufnehmen. Vielleicht hier nach. Schauen wir mal. So, da kommt eine Brücke und ein nächstes Level. Ich sehe da gerade was. Das möchte ich noch überprüfen. Ist da auch wieder eine Röhre versteckt? Tatsächlich. Es führt... Oh, hallo. Das vierte Versteck der Feuerbruder. Hi. Das ist echt gemein irgendwie. Das ist schon C eigentlich. 100 Sekunden, yay. Oh je. Ihr seid ja schon fast gefährlich. Yay. Das war gemein. Yay. Okay. So. Haben wir die auch mal wieder ausgeräuchert. Aber was zur Hölle hat der hier unten für Apparaturen installiert? Okay. Rein da. Raus hier. Und dann gehen wir noch ins Toadhaus. Und dann beende ich doch mal die Folge. Yays. Klein wieder. Wir nehmen dich. Bumerang oder Katze? Bumerang oder Katze? Die Katze. Die Katze soll es sein. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Super Mario 3D World und wir uns an hitzige Hetzen wagen. Und ich glaube, ich werde das Spiel heute zu Ende spielen. Yes! Also, ich bin Zarok, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!